Bullseye. Ja, klar. Hat das was gemacht? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Überleg mal. Wie ich dich kenne, hat er nichts mit Herumstehen zu tun. Richtig. Aber wie kommen wir weiter? So wie wir es gerade tun. Oha. Hä? Digga. Ich glaube, man muss wirklich, ja, wenn das Ding triggert ist. Okay, gotcha. Mein Name ist hier. Ja, ja. Noch. So, kommen wir irgendwo anders lang? Nö, ne? Nicht so wirklich. Dann ab hoch da, Kiste. Ja. Bam. Etwas, mit dem wir durchs Eis an die Meißelspitze gelangen? Wir werden es herausfinden. Ich überlege weiter. War da was? Da war da was. Wo ist denn hier Dings ist? Hier haben wir ja. Also wir haben live. So. Okay. Und ein bisschen Augen aufhalten. So also ein bisschen. Tür. Oh Gott. Wo sind die Gegner? Oha. Spielen wir jetzt Dark Souls oder was? Oha, tschüss. Digga. Oha, also, okay, da. Der kommt immer schneller als erwartet, der Angriff. So bin ich da. Sag mal, und der ist irgendwie lang. Sag mal. Der hat so ganz weirdes Timing auf seinen Angriffen, Digga. Weil der Charge ist halt ultra schnell, ne? Und der Rest ist eher so ultra langsam. Uiuiui. Ja, ganz weirdes Timing. Ganz weirdes Timing, okay. Wir haben ein neues Herstellungs- irgendwas. Was sind das? Springer. Ja, haben wir dazu einen Codex-Eintrag? Mimir erhalten wir ein. Wir fanden diesen merkwürdigen Mann in einem Baum gefangen am Gipfel des Berges. Sein Name ist Mimir und er bezeichnet sich als klügster lebender Mensch. Zumindest tat er das, bevor Vater seinen Kopf abschlug. Die Waldhexe, die eigentliche Göttin Freya ist, konnte ihn wiederbeleben. Und jetzt nehmen wir ihn mit, damit er mit der Weltenschlange reden kann. Laut Mimir ist Jörmungandr die einzige verbleibende Riesin in Midgard, die weiß, wo die Rune nach Jötunheim ist. Es ist komisch, mit einem wiederbelebten Kopf zu sprechen, aber schön auch mit jemand anderem reden zu können. Ja, so ist das. Steinvergessener, den hatten wir gerade, oder? Ne, Eisvergessener, den haben wir.
Noch ein Vergessener im Eis und Schnee. Ob sie auch denken, so wie wir? Ich höre nichts. Sie haben keine Münder oder Ohren. Zumindest sehe ich keine. Meistens sind sie ziemlich friedlich, solange wir sie nicht angreifen. Ich würde das Vater nie sagen, aber ich wünschte, er würde sie einfach in Ruhe lassen. Misunderstood, Vergessener. Da, Springer Streiter. Dieser Springer trägt einen großen Schild auf dem Rücken, was es noch schwerer macht, seine starke Rüstung zu durchbrechen. Ja gut, du kannst ihn halt nicht von hinten angreifen, ne? Also das hilft dir halt nichts. Ja. So, wir können zumindest eine der Fähigkeiten machen, ne? Ist massiver Schockschaden. Lichtpfeile für so ein Begehen. Ja, mach mal den, ne? Wir haben eher die Schockpfeile, glaube ich. So, ansonsten gibt es hier irgendwas. Passiert da gerade was? Können wir jetzt einfach nur aus Spaß drehen oder was ist da los? I'm not sure. Ich dachte, vielleicht fällt das ab oder so. Aber irgendwie nicht. Also irgendwie kommen wir da hoch. Oder runter, ich bin mir auch nicht sicher. Ah, vielleicht wenn wir es andersrum drehen? Was hat er scheint er nur wirklich eigentlich so zwei Stellen zu haben. Die? Ja, die nicht. Zumindest schien es gerade so. Okay. Das ist ein bisschen weird. Ich bin mir nicht sicher, was wir mit dem Schwert anfangen sollen. Aber gut. Dann. Ah. Du kanntest diesen Ort schon vorher? Ja, war hier mal auf diplomatischer Mission, um Frieden zwischen Asgard und Vanaheim auszuhandeln. Dieser Krieg hat so viele Opfer. Ich wusste jedoch nicht, dass Thor bereits im Blutrausch unter den Riesen wütete. Was hatten die Riesen mit dem Götterkrieg zu tun? Überhaupt nichts, Junge. Das ist ja das Tragische. Sie ergriffen keine Partei in diesem Irrsinn. Aber Odins Verfolgungswahn wird jetzt nur von Thors Blutdurst übertroffen. Jetzt. Also, müssen wir jetzt außen rumklettern oder was? Hä? Okay, jetzt müssen wir es ja irgendwie drehen, ne? Oder? Okay, vielleicht doch andersrum? Nee. Kriegen wir einen Moment. Ja. Dazu, ne? Weiß nicht, ob wir da müssen. Ja, doch. Aber sieht schon so aus. Sag mal! Na ja, mal. Ist das so doof? Wir können die Axt hier nicht werfen. Junge, sag was Schlaues. Irgendwie können wir auch da unten hoch, aber halt irgendwie auch nicht, ne? Hä? Bin ich jetzt nicht zu doof? Weil die außen rum jumpen können wir auch nicht, ne? Sag mal. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Kommen wir hier rum? Ne, hier komme ich nur zurück. Okay, da müssen wir vielleicht doch ein Stückchen vorschieben. Und jetzt seitlich ran.
Nee, das ist zu weit. Ja, ja, nee, das könnte okay sein. Maybe. Vielleicht doch von da. Ja. Dann können wir, glaube ich, noch drüben jumpen. Okay, my bad, my bad. Sag mal, wenn ich Kreis drücke, wieso muss ich denn stehen bleiben? Da stehe ich Kreis, ich drücke Kreis. Dann spring doch einfach. Mir gefällt nicht, dass er möchte, dass ich dann trotzdem irgendwie zur Seite gehe. So, let's go. Zack, Gegner. Ja, ich bin jetzt jederzeit ready für den Jumpscare. Oh, was ist das? Talisman oder so. Frostsegen, schwerer Runenangriff. Die Axtangriffe werden kurz mit einer Explosion von Frostschaden verstärkt. Außerdem erhalten sie einen Bonus auf Runenkraft. Mhm. Ach, das ist der. Ja, nee, den finde ich ganz cool, den wir haben, um ehrlich zu sein. Da finde ich unseren ganz cool. Ah, und da hinten, ja, ja. Da hinten war noch eine Kiste, jetzt habe ich die gerade gesehen. Dafür müssen wir es wahrscheinlich nach ganz hinten ziehen, ne? I guess. Was ist das angenehm, da auch den Sound resetten zu müssen, ne? Ah, wir können sogar noch weiter ziehen. Ich dachte, das war da eingeloggt. In der Mitte. Pew. Hacksilber. Really? So, brauchen wir das Ding sonst für noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, in der Mitte hilft uns das quasi nichts. Naja, macht ja nichts. So, dann gehen wir mal weiter, wa? Ah, frischer Schnee. Glaube ich. Hä? Achso, da. Ich sehe heute aber auch gar nichts, ne? Also heute bin ich echt blind, glaube ich. Oh, so, wo muss man hin? Außen rum, oder was? Oha, ja genau. Assassin's Creed, Digga. Let's go. Hallo, ich habe den noch gesehen. Greife doch. Pew. Was jetzt? Noch ein Kristall. Soll ich? Warte. Okay, da haben wir eine Kiste. Pio. Na dann nochmal. Dann nochmal. Und hoppa. Piu. Oh oh. Oh oh. Holy. Komm. Nee. Ach Mann. Tja, ein unauffälliger Plan ist das nicht. Jetzt müssen wir den anderen Riemen lösen. Hat irgendwas von unauffällig gesagt? Ich hab nicht gesagt, dass wir unauffällig sind. I'm just saying. Hacksilber. Ne, Stahl. Okay. So, den anderen Riemen. Okay. Aber wie? Wo müssen wir lang? Huch. Achso, wir könnten wieder hier runter, ne? Theoretisch. Bin mir nicht sicher, aber wir konnten auch nach links klettern. So ein bisschen. Vielleicht müssen wir da jetzt hin. Hoppa, hoppa, hoppa. Yes. Sieht so aus. Oder nach unten oder wie auch immer. Ah, oder da rein. Ach ne, da rein müssen wir nicht. Da, hier ist eine Tür. Also okay, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Aber ist jetzt hier wirklich nur Truhe oder geht's hier weiter? Digga, ich glaube hier war wirklich nur Truhe. Dafür ist das ziemlich bodenlos. Bin ich ehrlich.
Wo ist denn der andere Riemen? Das ist doch hier fest. Ist das doch wieder da rein? Okay. Okay, jetzt bin ich selbst ein bisschen verwirrt tatsächlich. Ah, wir haben doch diesen scheiß Kompass. Wieso bin ich denn immer so verwirrt, wenn wir doch den Kompass haben, wo wir lang müssen? Hm? Kann man das einer sagen? Der Kompass sagt mir doch literally, wo ich lang muss. Please forgive me. Ich weiß nicht, ob es hier lang ist, ne, aber... Okay, hab ich, hä? Hab ich den Gang übersehen, oder was? Okay, wir müssen da runter. Oder so. Ah! Hier. Hier. Warum klettern wir hoch, wenn unser Ziel da unten ist? Denk nach. Also, die Meißelspitze liegt unterm dicken Eis. Zu dick, um es zu schmelzen. Korrekt. Also brauchen wir mehr Wucht. Sprengkristalle, auf die ich schießen könnte. Also fällt das weg. Korrekt. Also müssen wir das Eis zerschmettern. Aber wir bräuchten etwas unheimlich Schweres, um... Ah, jetzt verstehe ich. Gut. Korrekt. Also ein Kristall habe ich gesehen, aber ich konnte halt gerade noch nicht, ne? Irgendwie. Das heißt, irgendwie, ich konnte das einfach noch nicht. Ui. Okay. Wie drehen wir den Hammer, damit er neben der Spitze landet? Das ist nicht möglich. Wir schneiden ihn los und bringen ihn runter. Danach sehen wir, was als nächstes zu tun ist. Also hat dein Plan mit sehr viel Glück zu tun. Du kannst gerne etwas anderes vorschlagen. So ein Klugscheißer, der Junge. Ah, das war der Kristall, den ich gerade gesehen hatte. Alles klar. So viel dazu, ne? Oh Gott, Gegner. Wo ist der Gegner? Gut, das sah nach einer großen Fläche aus, ne? Moment. Oha. Bam. Let's go. Dieser Plan ist keine gute Idee. Doch, doch. Das ist eine sehr gute Idee. Irgendwie hängt er schon wieder. Hat nicht funktioniert. Ist nur ein Stück weit gefallen. Da müssen wir dafür sorgen, dass es weiterfällt. Ganz einfache Geschichte, wa? Ja. So, Truhe. Ein Tisch. Mhm. Oh, 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 der Runenweber Kriegsgürtel. Let's go. Let's go. Der Boden ist eingestürzt. Da ist eine Sandschale, aber wie kommen wir da hin? Gar nicht. Junge. Ah, lauf, Junge. Was steht da? Hat die Zeit ihre Ordnung vertan, kommt man ans Ziel nur umgekehrt ran. Umgekehrt? Also rückwärts? Die Symbole. Jahreszeiten? Ja, aber alles ist durcheinander. Heißt es nicht Winter? Frühling, Sommer, Herbst? Warum Winter? So hieß es in einem Lied von Mutter. Oh, das kenne ich! Winter! Still, Kopf. Das sieht man ja auch. Schon gut! Das Frühling. Das wäre Sommer. Das wäre Herbst. Nur umgedreht, richtig? Also, Herbst. Sommer? Nein, 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 nein. Nein, sag mal. Frühling. Und Winter. Richtig? Los. Yeah, boy. Let's go. A
Atreus, dieses Wort. Thola, das heißt andauern. Versuch es. Thola. Oh oh. Ach du Scheiße. Oha. Schön. So, wo ist der Fight? Schreib es nochmal. Thola. Wo ist der Fight? Die Energie hebt die Plattform. Schreib oha. Weiter. Das ist so eine Gegnerplattform, Digga. Kannst du dir gar nicht ausdenken. Meine Vermutung? Zeitmagie, gefährliches Zeug, mit dem die hohen Wartwörter früher gern spielen. Die Fähigkeit, die Zeit einzufrieren, war sogar eine Lieblingsbeschäftigung von Jörn. Früher? Wieso haben sie aufgehört? Tja, wie sich zeigte, wandern auch Sonne und Mond nicht mehr über den Himmel, wenn man die Zeit anhält. Leider hält es nicht die Wölfe auf, die stets darauf lauern, sie zu zerfleischen. Los. Boy, du musst schon auch schreiben, oder? Glaube ich. Ja, dann schreib, Digga. Schreib, los, los, los. Los, 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 los. Digga. Schreib jetzt. Meine Güte. Ein Stück trinken, dann gleich mal wieder fighten. Das ist aber wieder tricky gerade. Das hat so viele Leute auf einmal sind. Das irgendwie dazu verleitet, wieder ein bisschen leichter zu kämpfen. So, schreib. Ja, dann schreib, los. Sammel die Sachen an. Ich glaube, ich habe alles. So, ein Fight noch, wa? Drei Phasen, haben wir gelernt. Also, das haben wir gelernt, wussten wir vorher. So, wo sind sie? Ein Troll oder so? Das ist was Heftiges. Deine Zeit für Execute. Backstab. Muss man es halt wieder halb voll machen, Digga. Oh nee, jetzt nicht auch noch eine Wiedergängerin, Digga. Deine Zeit für. Ich weiß, wie es ist. Digga. Wir sind fast oben!
So, und ich trampel hier rum, weißt du, wir versuchen nach oben zu fahren und ich so BAM! BAM! Das hilft bestimmt. So, das müsste ja der letzte Fight gewesen sein, wa? Oh, okay, nevermind. Oh no. Aber können wir da klettern? Wir können da klettern. Whee! Let's go. Let's go. Let's go. Easy. Easy peasy squeezy. Gut gemacht. Danke. Der Junge. Ich mach doch nur Spaß. Der Hammerkopf. Ich mein meinen Kopf. Was? Was? Also da ist er. Wie bekommen wir ihn frei? Wir schieben. Ja. Aber vertrau mir. Bereit? Leg deine ganze Kraft hinein. Jawohl. Der Junge wird helfen. Aber süß, dass ihr mitschieben lässt, immer, ne? Hängt schon wieder. Was ist mit uns? Wir springen. Wirklich? Komm. Okay. Okay. Keine Angst. Warum sollte ich? Deswegen, Digga. Ich hab dich. Oha, war das ein Troll? Ne, das war nur Eis. Ich glaube, wir sind drin. Ihr seid irre, ihr. Alles gut. Gut. Wir müssen weiter. So, sind wir jetzt da drin? Bin mir nicht sicher. Okay. Okay. Die Spitze. Eins muss man dem Mann lassen. Er versteht es, Dinge zu zerstören. Vergiss das nicht, Kopf. Ich denke stets daran. So. Hier rüber, hier rüber. Dann können wir da runter. Hey. Ich sehe doch, dass wir da runter können. Irgendwie. Arsch mich doch nicht. Naja. Scheiß auf dich. Oh, 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 oh. Schwierig, schwierig. Schwierig. Kommen wir jetzt runter? Okay. Die anderen beiden nicht? Nicht jetzt. Sind doch wieder die anderen beiden. Da. Sag doch, blind heute. Blind. Literally blind. Das waren die, die bei Baldur waren. Seine Neffen. Yes. Ja. Magni und Mod. Die Söhne von Thor. Mutter sagte, dass die Asen die schlimmsten Götter wären. Und Thor der schlimmste der Asen. Dann ist er wohl auch ein schrecklicher Vater. Sie sind keine Kinder mehr. Das ist keine Entschuldigung. Kommt Sindri klar? Die werden ihn nicht mal finden. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Oha. Ah, das ist wieder so ein Ding, sie. Hallo. Anfassen. Piu. Ein was? Du musst immer alles kaputt machen, oder? Entschuldigung. Okay, jetzt müssen wir den irgendwo hinsetzen dann. Alles klar. Wenn ich mich recht erinnere, stand der Thron des Jarls auf der anderen Seite dieser Eiswand. Okay. So. Was können wir denn kaputt machen?
Eis, I guess. Okay. Gehen wir dann durch hier, maybe? Ich weiß nicht, ob wir... Sollte ich mich vielleicht erst umgucken? Ja. Tun wir es? Nein. Guck mal, da sind noch Gegner. Ich will die haben. Aha. Oha. Steinbart bin ich. Hallöchen. Na, was geht bei dir so? Okay, wieder das Beinchen. Also das andere. Aber macht nichts. Sind zu früh dann gejudged. Bam, bam, bam. Das Bein ist kaputt. Okay, das geht ziemlich weit. Das geht sehr weit. Okay, da war es vielleicht dumm, weil jetzt haben wir die Cooldowns resettet, glaube ich, ne? Aber war eigentlich ein bisschen useless, weil wir schon fast die Cooldowns wieder hatten. Aber gut. It is what it is. Bam. Smash. Oh, gut gemacht. Lesen wir gleich. Ich sehe einen Weg hinaus, aber wir erreichen ihn nicht. Konzentrier dich. Ich hab ihn. Okay, okay. Okay, 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 halt, halt, lassen Sie mich in Ruhe, danke, danke. Digga. Digga. Okay, drei von denen sind ein bisschen tough, bin ich ehrlich. Ja, mal kurz. Keile Anschnur, beschwört eine Herde von Spektral-Keilern, die im Weg für die Gegner überrennen. Alles klar. Bam. So ein Ding ist das. So. Die waren jetzt fast trickier als der Troll, bin ich ehrlich, ne? Uiuiui. Weil die aber auch halt, dadurch, dass sie gleichzeitig mehr oder weniger angreifen, ne? Mit diesen unblockbaren Angriffen. Ein bisschen assi. Den haben wir gesehen. So, Codex. Wir haben auf jeden Fall. Okay, Giftwolf, tollwütiger Wolf, wilder Vulver. Eine noch zähere Art von Vulvers. Sie sind auch klüger, sehr, sehr gefährliche Wesen. Zum Glück trägt meine Bogensehne Magie in sich, sonst wüsste ich nicht, wie wir ihnen beikommen sollten. Und dann haben wir noch einen Troll. Ein Steinbartkönig. Mutter sagte, der Steinbartkönig verdiente sich seinen Titel König, deswegen, weil ihn niemand diesen Titel streitig machen konnte. Wenn man arrogant genug ist, sich selbst König zu nennen, sollte man es auch untermauern können, was Steinbart konnte. Er wurde nie im Kampf besiegt. Bis jetzt. True. Das war nicht mal schwer, Digga. Bin ich ehrlich. Okay.
jetzt den Ding hier gebrochen. Hinter dir, Bruder! Was für ein Bruder, Digga? Goodie. So. Backfist. Haha, dodge the backfist. Let's go. Hui. Hui. Bam! Bam, bam, bam. Let's go. Hop, bam. Oh, okay. Das hat mich erwischt. So, damit wir auch genug Damage haben für den Execute, wa? Dass er gleich wieder aufsteht. Ich glaube, wenn wir zu viel Execute machen, ein bisschen timen müssen wir das mittlerweile auch, ne? So ein bisschen.